Welchen elektrischen Crossover würde man sich kaufen wollen, der einfach sehr praktisch, leistungsfähig ist und bereitet viel Spaß beim Fahren? Es ist dennoch sehr wahrscheinlich, dass viele sofort an den Tesla Model Y denken werden. Nun kann man einer solchen Wahl kaum noch widersprechen, wenn man sich natürlich bereit erklären wird, 54.000 Euro vor dem Umweltbonus für das Basis Model Y zu zahlen. Jedoch gibt es viele Fahrer da draußen, die auch in die Welt der E-Mobilität eintauchen wollen und dafür die 40.000 Euro Grenze nicht überschreiten möchten. Genau in diesem Video werden wir uns gemeinsam 5 tolle Alternativen zum Tesla Model Y anschauen, die vielleicht nicht genauso leistungsfähig und teuer wie das Model Y sind, dennoch bieten sie solide Reichweitenwerte, Komfort und neueste Technologien für deren vernünftigen Preis unter 40.000 Euro. Der Mazda MX-30 ist das erste Elektroauto der japanischen Marke. Nicht weiter verwunderlich, dass Mazda sich dabei an zwei Kernelementen orientiert, die derzeit auf dem Automarkt so richtig gut ziehen: stadttauglich und SUV. Der MX-30 wird zum Basispreis von 35.990 Euro vor Umweltbonus verkauft. Er ist allerdings nur mit einem Motor und einer Batteriegröße verfügbar. Der Antrieb leistet bis zu 145 PS und wird von einem 35,5 Kilowattstunden großen Akku gespeist. Der Verbrauch liegt ungefähr bei 17,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das führt natürlich zwangsläufig zu einer geringeren Reichweite. Allerdings ist der MX-30 nicht gerade leicht und weist mit einem Stromverbrauch von stolzen kombinierten 19 Kilowattstunden pro 100 Kilometer recht hohe Werte auf. Dadurch pendelt sich die Reichweite von 200 Kilometern gerade einmal auf einem Niveau zwischen E-Up mit 260 Kilometern und einem Smart EQ42 mit 160 Kilometern ein. Stöpselt man ihn an einen Schnelllader, so lädt er mit einer maximalen Leistung von 37 Kilowatt in knapp 40 Minuten von 10 auf 80%. Der gleiche Ladevorgang geschieht an einer hauseigenen Wallbox mit maximal 6,6 Kilowatt in 5,5 Stunden oder über die ganz normale Steckdose in 15,5 Stunden. Der Hyundai Kona Electro ist nicht ohne Grund der Verkaufsschlager des südkoreanischen Herstellers in Europa. Bereits zum Basispreis von 36.400 Euro vor Umweltbonus ist der Kona ordentlich ausgestattet. 39 Kilowattstunden Batterie, 17 Zoll Alufelgen, das digitale 10,3 Zoll Display und zum Beispiel der Spurhalteassistent sind Serie. Der Basismotor kommt auf 136 PS, der stärkere Ausführung auf 204. Besonders die Reichweite hebt den Hyundai Kona Electro zu dieser Zeit aus der Masse heraus. Mit einer Batteriekapazität von 39,2 Kilowattstunden sowie einem Verbrauch von 14,3 Kilowattstunden liegt die Reichweite bei 305 Kilometern. Ist der Akku leer, dauert eine 80% Ladung an eine 70 Kilowatt und 50 Kilowatt Schnellladestation 54 und 75 Minuten und eine 100% Vollladung an eine 4,6 Kilowatt Wallbox in der Garage 8,5 Stunden. An der Haushaltssteckdose sind das 19 Stunden. Der Elektro Kona erhält die Stärken eines modernen Elektro-SUVs. Die Reichweite ist gut, Fahrkomfort ist gut, Multimedia-Erlebnis ist gut und der Preis ist fair. Auch die Leistung des Kona ist absolut alltagstauglich. Dieses Elektroauto wird definitiv nicht nur im Stadtverkehr, sondern auch auf längeren Strecken viel Spaß machen. Schon oft wurde Opel totgesagt, doch die Marke ist immer noch da. Mit dem Mokka E versucht sich der Hersteller an einem Elektro-SUV mit ganz frischem Design. Der Mokka E kostet in der Basis 37.650 Euro. Er bringt dabei seine 136 PS gut auf die Straße und fühlt sich dank seinem soliden Drehmoment ab der ersten Umdrehung auch durchaus spritzig an, zumindest auf Stadt- und Landstraße. Spätestens ab 130 km pro Stunde beschleunigt der Mokka aber nur noch zäh. Bei 150 km pro Stunde ist aber Schluss. Streng nach Norm soll der Mokka E mit einer 45 Kilowattstunden großen Batterie und einer Akkuladung bis 324 Kilometer weit fahren. In der Praxis schafft der Mokka E mit einem Verbrauch von 17,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer höchstens bei Startgeschwindigkeiten bis zu 300 Kilometern. Im gemischten Verkehr sind 240 Kilometer realistisch. Auf der Autobahn dagegen und bei Tempo 130 Kilometer pro Stunde schafft er bloß 160 Kilometer weit zu fahren. Trotz seiner mäßigen Autobahnreichweite taugt der Mokka E für die gelegentliche Überlandfahrt. Einen auf 5% entladenen Akku füllt der Elektro-Opel in rund einer halben Stunde wieder zu 80%. Aus einer normalen Wallbox zieht der Mokka E 11 kW und läuft so in rund 5 Stunden randvoll. Schritt für Schritt treibt Peugeot den Mobilitätswandel in der eigenen Flotte voran. Neben zahlreichen Plug-in-Hybrid-Versionen steht aktuell auch noch ein SUV, nämlich der kompakte 2008 zur Auswahl. Der 2008er wird heute ab 37.900 Euro verkauft.
Der Reiz des E2008 geht nicht nur von seinem sanfteren ökologischen Fußabdruck aus, sondern auch von der Fahrfreude, die sein Handling und der 136 PS starke Elektromotor bereiten. Im Sportmodus ist der Fahrspaß am größten und auch mit der Reichweite, die Peugeot für den 50 kWh großen Akku mit 320 km angibt, kann man gut leben. Denn der neue E2008 teilt mit den anderen 2008 Modellen die guten praktischen Anlagen. 320 km soll der E2008 im WLTP-Verbrauchszyklus schaffen. Der Stromverbrauch wird von Peugeot mit 17,8 kWh pro 100 km angegeben. Ist der Akku leer, dann muss der SUV wieder an den Stecker. Das dauert kurz oder lang, zwischen 30 Minuten für eine 80% Ladung an der 100 kW Schnellladesäule oder mehr als 24 Stunden am normalen Schuko-Stecker für eine 100% Ladung. Ist in der Garage eine leistungsfähige Wallbox installiert, vergehen dafür 5 Stunden beim dreiphasigen Laden mit 11 kW. Und last but not least haben wir den MG ZS EV. Der vollelektrische SUV mit dem Namen MG ZS EV ist bereits auf den deutschen Straßen. Als erstes Lockmittel dient bei diesem SUV der Preis. Denn so günstig wie beim MG sind Kompakt-SUVs sonst kaum. Die MG ZS Modelle haben einen Preis von 33.990 Euro bis 37.990 Euro. Wer diesen Crossover fahren will, steht nicht wirklich vor der Qual der Wahl. Diese wird einem freundlicherweise von der Firma abgenommen, da eher nur zwei Batteriekapazitäten zur Verfügung stehen. Die Reichweite ist der entscheidende Faktor, wenn man vor der Frage steht, ob er 4.000 Euro Aufpreis für die größere Batterie bezahlen sollte. Die leistungsstärkere Version mit 177 PS wird von einer 50,3 kWh Batterie gespeist. Das reicht auf dem Papier für eine Reichweite von 320 km. Ein gutes Stück weiter kommt man mit einem 69,9 Akku in Kombination mit einem 156 PS starken Elektromotor. Dann liegt die Reichweite bei 440 km. Das kann sich durchaus sehen lassen, zumal der MG ZS diese Werte in der Praxis tatsächlich erreicht. In der Praxis bewegt sich die ZS mit großen Batterie im Stadtverkehr mit unheimlich effizienten 13,5 kWh pro 100 km. Wer also ausschließlich innerorts fährt, kann gut 500 km erreichen, bevor das Auto wieder aufgeladen werden muss. Auf der Autobahn steigt der Verbrauch jenseits der 20 kWh pro 100 km. Geht es an die Ladestation, lädt die MG mit bis zu 92 kW. Einen Unterschied zwischen beiden Batterievarianten gibt es nur beim Laden mit Wechselstrom. Die große Batterieversion lädt dabei mit bis zu 11 kWh, während die 50 kWh Version bloß mit 6,6 kW lädt. Mit Ausnahme der nicht allzu üppigen Reichweite hat der MG ZS also keine wirklichen Schwächen. Zu haben ist der ab rund 34.000 Euro. Abzüglich des aktuellen Umweltbonus in Höhe von 9.000 Euro sind das 25.000 Euro ein fast unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Und man soll natürlich folgende lobende Erwähnungen berücksichtigen. Somit nähern wir uns bereits dem Moment, wenn solche große elektrische SUVs noch mehr bezahlbar werden. Vielleicht wäre das der Grund gewesen, von den Autos des 20. Jahrhunderts zu den Autos des 21. Jahrhunderts zu wechseln. Was meint ihr?